Willkommen zum neuen Film. Diesmal ist es der Friedhof Nummer 4. Besteht aus drei Teilen. Oh, mit Arsch viel Details. Also alleine die Spinnenweben am Grabkreuz sind extrem geil. So, ich nutze da so ein opakes Weiß für den Anfang. Und altbewährt die schwarzen Chromalux-Kartons. Chromalux hat halt den Vorteil, es ist eine nicht saugende, klar lackierte Fläche. In dem Fall mit Schwarz, gibt es andere Farben. Und wenn man das jetzt hier einigermaßen hinbekommt, fällt es halt überhaupt nicht schwer, dann, weiß ich, ein Motorrad oder irgendwelche Sachen zu bemalen, die schon von vornherein eine lackierte Oberfläche haben. So, man beachte die Spinnweben. So, das ist jetzt die zweite Schablone, auch wieder weiß, aber diesmal mit sehr geringer Deckkraft, sodass ein dunkles Grau entsteht. Damit man die Ecken nicht immer abdecken muss, kann man natürlich auch ein Passepartout für das Ganze bauen. Das heißt also einfach 5 cm Verlängerung durch Papier. Dann braucht man sich über Overspray an den Kanten keine Gedanken machen. So, wie man sieht, hat man jetzt schon eine Menge Details drin. Ich nehme jetzt ein transparentes Blau. Transparent bedeutet, dass alles, was weiß ist, nimmt die Farbe an. Alles, was schwarz ist, wie man jetzt schon sieht, bleibt so, weil die Farbe keine eigene Deckkraft hat. Ein weiterer Vorteil ist, alles, was ich vorher richtig weiß gemacht habe, hat natürlich jetzt so ein richtig schönes Babyblau. Alles, was nur so einen leichten Hauch von Weiß bekommen hat, wie man am oberen Teil des Bildes sieht, geht dann halt in dieses Ultramarin-Dunkelblau. Und obwohl man nur einen Farbton genommen hat. Also eine recht einfache Methode mit den drei Grundfarben, ähnlich wie ein Drucker, alle Farben auf dem Bild zu erreichen. So, das ist jetzt die letzte Schablone. Und in dem Fall Highlight Weiß. Und da kann man eigentlich zum Vollweiß gehen, aber ist natürlich, jedes Bild sieht dann natürlich schöner aus, wenn man sich nur einzelne Lichtpunkte aussucht, die man vollweiß macht. Dann sieht das Ganze nicht so schablonenmäßig aus. So, einfach sich ein paar Punkte aussuchen, wo nachher kommt ja noch ein Mond dazu, wo sich die Sachen spiegeln würden. Und schon hat man in 3,5 Minuten ein Bild mit sehr, sehr vielen feinen Details. So, den Horizont mache ich noch mal ein bisschen heller. Das sind gesprenkelte Sterne, habe ich aber auch ein Video zu, wie man sowas macht. Und das ist jetzt eine zweiteilige Wolke. Einfach abdecken den Hintergrund, damit man halt eine dunklere Kontur hat. Und man setzt jetzt Highlight die oberen Teile der Wolke drauf und nutzt das dann quasi als Führung, um dann freihand nochmal mit ein bisschen näher an den Untergrund ranzugehen, die Sache so ein bisschen noch zu individualisieren. So, einfache Kreisschablone für den Mond. Drumherum noch ein bisschen sprühen, damit er noch so eine leichte Aura hat. Und dann wäre das Bild eigentlich fast so fertig.
Man kann natürlich dann noch mit Sternchen arbeiten oder die Wolke noch ein bisschen länger ziehen. Und die berühmten Airbrush-Sternchen, manche lieben sie, manche hassen sie. So, aber so wäre jetzt in unter 6 Minuten hat man einen detailreichen Hintergrund, den man jetzt mit dem Sensemann oder mit irgendwelchen anderen Sachen noch ein bisschen aufwerten kann. Ich hoffe, es hat gefallen. Abonnieren.